Fakt ist, das Leben wird teurer. Aber klar ist auch, wir wollen weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern. Nur über den Weg dorthin ist man sich ziemlich uneins. Sind zum Beispiel Erdgas und Atomkraft nachhaltig? Wenn es nach dem Willen der Europäischen Kommission geht, dann ja, zumindest vorübergehend. Ziel der EU ist, dass kräftig investiert wird in Atom- und Gasanlagen und dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Eine Erklärung von Alexander von Beimen. Die EU-Taxonomie soll Investitionen in ökologische Technologien lenken. Sie legt Bedingungen fest, wann sich eine Investition nachhaltig nennen darf. Dafür muss mindestens eines von 6 EU-Umweltzielen erfüllt werden, unter anderem Klimaschutz, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung. Große Unternehmen müssen dann regelmäßig veröffentlichen, wie ihre Aktivitäten die EU-Umweltziele erfüllen. Bedeutsam sind diese Informationen vor allem an den Finanzmärkten. Für grüne Finanzprodukte wie Nachhaltigkeitsfonds gibt es dann klare, vergleichbare Kriterien. Durch diese Taxonomieverordnung soll also einiges transparenter werden. Ob das gelingen wird, bleibt allerdings fraglich. Denn vor allem Umweltverbände sprechen von einem großen Glaubwürdigkeitsverlust und sehen ein gewisses Greenwashing. Also genau das, was die EU eigentlich verhindern wollte. Michael Grütz. Vor allem Frankreich hatte darauf gedrängt, aber auch Ungarn, Tschechien oder Finnland, Atomenergie als nachhaltig einzustufen. Außer der Atomenergie sollen es auch moderne Gaskraftwerke sein. Mit der Taxonomie will die EU-Kommission private Investitionen fördern und dabei alle Möglichkeiten nutzen, gegen viele Einwände und Kritik. In all unseren Institutionen gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich glaube, wir haben nun eine Balance gefunden zwischen den verschiedenen Meinungen, um künftig CO2 zu verringern. Gaskraftwerke dürfen ein Limit von CO2-Ausstoß nicht überschreiten. Bei Atom müssen Sicherheitskriterien und Müllentsorgung geklärt werden. Es gibt strikte Bedingungen für die Einbeziehung in die Taxonomie. An den EU-Mitgliedstaaten dürfte der Vorschlag nicht scheitern. Im Europaparlament aber wird die Kritik in vielen Fraktionen immer lauter. Gas und Atom seien nicht nachhaltig. Abgeordnete fürchten zudem, dass künftig nicht nur privates Geld, sondern auch EU-Fonds und Steuergelder in Gas und Atom fließen. Die Wahrheit ist, wir haben viele Gesetzgebungen auf europäischer Ebene, wie den Wiederaufbaufonds oder jetzt auch die Klassifizierung von Staatsanleihen, wo auf die Taxonomie Bezug genommen wird. Ganz konkret heißt es, dass wir auch als Deutsche mit ungefähr 20% mitfinanzieren, dass Kernkraftwerke um uns herum mit europäischen Mitteln finanziert werden. Verschiedene Europaabgeordnete versuchen nun, eine Mehrheit gegen die Regelung zu finden. Dafür haben sie maximal 6 Monate Zeit. Das ewige Eis, das war es mal. Noch gibt es das Eis in der Arktis. Die Frage ist nur, wie lange noch? Das ewige Eis schmilzt, und zwar immer schneller. Das mit gravierenden Folgen. Laut einer jüngsten Studie führte die Eisschmelze in Grönland in den vergangenen 20 Jahren zu einem Anstieg des weltweiten Meeresspiegels um mehr als 1 Zentimeter. Seit Beginn der Messungen im Jahr 2002 hat die grönländische Eisdecke rund 4.700 Gigatonnen verloren. Das ist genug, um die gesamte USA einen halben Meter unter Wasser zu setzen. Hauptgrund für diese besorgniserregende Entwicklung die Erwärmung des Nordpolarmeers. Angela Ulmrich. Grönland, Schauplatz des Klimawandels, denn hier schmilzt das Eis besonders schnell. Die Folge, der Meeresspiegel ist weltweit im Durchschnitt bereits um 1,2 Zentimeter angestiegen, so aktuelle Studien zu Grönland. Dort hat sich eben auch der Arktische Ozean ganz besonders erwärmt und das führt einfach zu dieser dramatischen Eisschmelze. Umgekehrt sehen wir aber auch, dass ganz oben auf Grönland tatsächlich der Eispanzer noch wächst. Aber das, was unten wegschmilzt, das ist viel, viel mehr als das, was oben raufkommt. Berechnungen der NASA zeigen, wie rasant die Entwicklung ist. Seit 2002 sind an Grönlands Küsten 4.700 Kubikkilometer Eis geschmolzen. Die Menge würde theoretisch ausreichen, um die USA einen halben Meter unter Wasser zu setzen. Der Anstieg des Meeresspiegels, eine globale Gefahr für uns alle. Ich denke hier an die Inseln im Pazifik, ich denke an Länder wie Bangladesch. Aber auch bei uns in Deutschland, an den deutschen Küsten, spielt das schon eine Rolle. Wir bauen ja schon die Deiche hoch. Das kostet auch schon sehr, sehr viel Geld. Und insofern sind wir schon längst auch vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Die Zeit dränge, so der Forscher. Die Politik müsse handeln, denn jedes Zehntelgrad Erderwärmung könne das Klima zum Kippen bringen.
Grönlands Gletscher schmelzen, 6 bis 7 Mal schneller als noch vor 25 Jahren. Und ein Ende dieser Entwicklung nicht abzusehen. Willkommen zum Wetter. Und leider sind auch da die Aussichten nicht besonders gut. Vielleicht lenkt sie ja ein Spaziergang im Wald ab. Hier sind die Aussichten.